Die Gruppe der 20 bildete sich spontan auf der Prager Straße. Ich selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht dabei. Es war der Kaplan Frank Richter, der zusammen mit dem Kaplan Frank Leuschner zu den eingekesselten über 1000 Demonstranten gehörte. Die Polizisten hatten ihre Schilde aufgehoben, Visiere heruntergeklappt, standen in Bereitschaft, die Demonstration wie zu den Vortagen gewaltsam aufzulösen. Die Demonstranten setzten sich, um ihre friedlichen Absichten zu bekunden. Und in dieser Situation gingen beide Kapläne auf die Polizeikette zu und versuchten, ein Gespräch mit dem Verantwortlichen zu finden. Der Kaplan Richter sagt, es muss doch möglich sein, hier miteinander zu reden. Die Demonstranten haben friedliche Absichten, sie sehen es ja. Keiner von denen ist auf Gewalttätigkeit, auf Randale, auf Krawalle, auf Rauditum aus. Und es muss doch möglich sein, miteinander zu reden. Nach mehreren Versuchen gelang es ihm, einen Verantwortlichen auf der anderen Seite zu sprechen. Und die beiden machten aus, dass jeder auf seiner Seite versuchen wird, ein Gespräch zustande zu bringen. Frank Richter ging wieder zurück zu den in Stille wartenden Demonstranten und sagte ihnen, dass möglicherweise ein Gespräch zustande kommt mit der Staatsführung. Und wer bereit wäre, für dieses Gespräch, an diesem Gespräch teilzunehmen. Daraufhin meldeten sich spontan etwa 50 der Demonstranten. Sie stellten sich kurz vor und durch Akklamation wurde der eine oder andere bestätigt. Und so kamen etwa 20 Vertreter, ganz typisch, so wie das Volk dort zusammengesetzt war, zustande. Es waren Jugendliche dabei, Studenten, Schüler, Lehrlinge. Es waren Ältere dabei, Ingenieure, Arbeiter, Katecheten. So bunt gemischt, wie das Volk auf der Prager Straße damals war, und sie wurden zum Sprachrohr, zum Mittler in einem Dialog, den man erwartete mit der Partei- und Staatsführung. Man rief ihnen spontan zu, was in das Gespräch an Forderungen eingebracht werden sollte. Und das waren ganz normale Grundrechte, die eingefordert wurden. Eine der wichtigsten Forderungen war die Forderung nach der Freilassung der Inhaftierten. Man forderte das Demonstrationsrecht, man wollte die Pressefreiheit, man forderte die Reisefreiheit in sozialistische und kapitalistische Länder. Es waren insgesamt 9 derartige Forderungen, die die Demonstranten aufstellten. Sie wurden auf einem Zettel notiert und in der Zwischenzeit geschah parallel zu diesen Vorgängen im Dresdner Rathaus etwas anderes. 3 Vertreter der evangelischen Landeskirche, Bischof Hempel und Superintendent Ziemer, waren mit dabei, sprachen mit dem damaligen Oberbürgermeister Berghofer auch in diese Situation hinein. Man könne doch nicht weiter so mit den Menschen umgehen. Und während dieses Gesprächs erklärte Berghofer seine Bereitschaft, mit den Demonstranten zu reden. Das solle am nächsten Tag geschehen, um 9 Uhr im Rathaus. Allerdings sollten die Ergebnisse des Gesprächs nicht auf der Prager Straße, auf den Plätzen wieder mitgeteilt werden, sondern er bat die Kirchen, ihre Häuser dafür zur Verfügung zu stellen. Haben Sie dann an diesem ersten Gespräch teilgenommen, am 9. Oktober? Weil Sie ja auch irgendwann dann zu der Gruppe gehörten. Nach dem ersten Gespräch am Montag Vormittag rief mich am Nachmittag der Kaplan Frank Richter an. Er erzählte mir von dem Gespräch am Vormittag und bat mich, seinen Platz in der Gruppe der 20 einzunehmen. Und als er diese Bitte an mich richtete, da stockte mir zunächst der Atem, weil ich mir vorstellte, dass man mich dann einmal zu den Rädelsführern der Konterrevolution zählen wird und innerhalb des zu erwartenden weitergehenden Kriegsrechts dann natürlich mit einer Lagerhaft zu rechnen sei. Ich sagte ihm dann zu, dass ich bereit bin, in die Gruppe der 20 zu gehen. Am selben Abend verabredeten wir uns für die
Hofkirche, in der die Ergebnisse des Gespräches den tausenden Dresdnern mitgeteilt wurde, wie auch in weiteren Kirchen, und kam an diesem Abend erstmals mit den Vertretern der Gruppe der 20 zusammen. Von da an kam die Gruppe der 20 fast täglich zu Absprachen, Gesprächen, Beratungen zusammen. Am folgenden Tag, am Dienstag, war die nächste Besprechung im Dompfarramt auf der Schweriner Straße, und es wurde das Rathausgespräch ausgewertet, es wurde die Bürgerversammlung in den vier großen Kirchen der Stadt ausgewertet, es wurde darüber gesprochen, wie es weitergehen soll, insbesondere Freilassung der Inhaftierten, das war ja noch nicht vollständig geschehen. Und an diesem Abend sagte der Kaplan Richter, dass er aus der Gruppe als aktives Gruppenmitglied ausscheiden möchte und mich vorschlägt, Nachrücker für ihn dort zu sein. Und an diesem Abend wurde dann auch in der Gruppe der 20 abgestimmt darüber und die Zustimmung gegeben, dass ich als Nachrücker für den Kaplan Frank Richter in die Gruppe der 20 käme. Und von da an war ich dann Gruppenmitglied.